Entschuldigung. Verzeihung. Entschuldigung. Entschuldigung. Gisela Pearl? Ich bin Doktor Gisela Pearl. Ich weiß. Die berühmte Ärztin. Meine Mutter hat mir alles über sie erzählt. Hat sie das? Ja. Sie sagte, dass sie eine wundervolle Frau sind oder eine erstaunliche Ärztin. Komm, komm. Drei Wochen. Höchstens. Ja. Drei Wochen, stimmt genau. Das gleiche hat mein Doktor auch gesagt. Ja, gut. Wie ist dein Name? Didi. Didi Goldstein. Didi Goldstein. Gut. Warte draußen auf mich. Ich treffe dich dann dort. Bis gleich. Oh mein Gott. Wusstest du, dass deine Tante Rachel in Seagate meine Patientin war? Ja, ich habe sie nie kennengelernt. Noch nicht. Ich hoffe, dass ich sie bald treffe. Ja. Ach, hier sind noch mehr. Schau dir diese Schuhe an. Ach, wer trägt denn so etwas? Keine Dame. Ein Mädchen, ja, aber keine Dame. Komm, komm. Dr. Pearl, haben wir uns nicht genug Schuhe angesehen? Nein, nein, ich muss sie erst alle sehen, bevor ich mich entscheide. Bitte sehr, Madam. Was meinen Sie? Ah, ja. Das. Das sind die richtigen Schuhe. Die sind sehr teuer, Dr. Pearl. In Seagate trugen wir nur das Beste. Wir hatten herrliche Sachen, Didi. Wunderschön. Ah, so wunderschön, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Aber das ist New York und nicht Seagate. Also soll es hier auch schön sein. Oh ja, die sind wunderbar, wirklich. Oh Gott. Giska, hör auf, die Schuhe anzustarren. Giska, hast du mich gehört? Hör auf, die Schuhe anzustarren und hol endlich die Schabbatkerzen. Ja, Mama. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, der uns befohlen hat, das Sabbatlicht anzuzünden. Amen. 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 Papa? Papa, ich will Ärztin werden. Chilla. Hilf deiner Mama mit der Suppe. Ja, Papa. Papa, hast du mich gehört? Ich will Ärztin werden. Papa, ich will zur Universität in Cluj. Das ist eine gute Idee, Giska. Moshe, das einzige Mädchen und die einzige Jüdin. Du wirst nicht allein sein, Giska. Ich werde auch Ärztin. Reicht es nicht, dass du eine Klasse übersprungen hast und Klassenbeste bist? Giska, reicht das nicht? Nein, Papa. Das reicht mir nicht. Dr. Pearl? Dr. Pearl? Ja? Die Schuhe. Sie sind perfekt. Wir nehmen sie. Ich dachte, ich sollte sie abholen und abliefern und nicht einen riesen Einkaufsbummel mit dir machen. Liebling, in Seagate war Dr. Pearl halt an gewisse Dinge gewöhnt. Ja, sie macht die Dinge gern auf ihre Weise. Hör zu, Didi. Nach allem, was sie durchgemacht hat, müssen wir ihr helfen, wo wir nur ich können. Ich weiß, Daddy. Ich weiß, aber schau dir diese neuen Schuhe an. Sie hat doch nicht mal das passende Kleid. Psst. Sarah? Was? Sarah, was ist los? Was ist? Rachel. Meine geliebte Schwester Rachel. Rachel ist tot. Giska, ich habe Rachel gefunden. Rachel, warst du auch im Zug? Ja.
Ich werde auf ihre Mutter aufpassen. Keine Sorge. Gisela? Ja. Als Rachel. Als sie starb. Ja. Als Rachel starb? War sie alleine? Geska! Dr. Pearl! Ich werde mich um ihre Mutter kümmern. Keine Sorge! Das ist alles, was ich hören wollte. Ich denke, es ist besser so, dass jemand bei ihr war. An ihrer Seite. Bist du dir ganz sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ja. Ich muss wieder praktizieren. Ich muss es tun, Papa. Ich muss. Warum, Giska? Gibt es nicht schon genügend Ärzte? Aber es gibt keine einzige Frau, die Arzt ist in Siegel. Und du musst die Erste sein? Und es gibt keine Gynäkologen. Ich will nicht, dass du den Glauben verlierst. Ich will nicht, dass du eines Tages mit dem Judentum Papa, brichst. Ich werde doch nicht. Du bist meine älteste Tochter. Meine geliebte Tochter. Du sollst heiraten, Kinder bekommen und eine gute, folgsame Jüdin werden. Und bescheiden sein. Und kann ich nicht heiraten? Eine folgsame Jüdin sein? Eine gute Mutter? Und eine Ärztin? Leben als Mutter zu geben, das sollte dir reichen. Als eine Mutter Leben geben und als Ärztin Leben beschützen. Siehst du das denn nicht, Papa? Ich könnte sehr, sehr wichtig sein. Warum musst du es sein? Wer sollte es sonst sein? Kannst du nicht einmal im Leben wie die anderen Mädchen sein? Papa, ich werde dich stolz machen. Mein Kind, das hast du bereits getan. Dann werde ich dich noch stolzer machen. Das hast du mir gegeben. Ja, ich erinnere mich. Ich schwöre, Papa. Ich schwöre auf dieses Buch, dass wo immer ich hingehe und wo immer das Leben mich hintreibt, egal unter welchen Umständen, bin ich für immer und das zu jeder Zeit eine gute, treue Jüdin. Dr. Pearl? Dr. Gisela Pearl? Dr. Pearl? Ja? Hi. Ich bin Esther Jacob von der American Jewish Joint Distribution Committee. Hi, wir haben uns in Paris getroffen, vor ein paar Monaten. Oh, Sie haben meine Überfahrt arrangiert. Ich erinnere mich. Ja, ganz genau. Sind Sie bereit? Ja. Sehr schön. Keine Sorge. Verzeihen Sie, Esther, aber... Ja? Ich muss wieder Medizin praktizieren. Aber natürlich werden Sie das. Keine Sorge. Dafür werden wir sorgen, richtig? Nein, Sie verstehen nicht. Wenn ich nicht praktizieren darf, dann kann ich nicht leben. Nun, was Sie verstehen müssen, Dr. Pearl, ist, dass Sie erst Staatsbürger werden müssen, um in den Staaten praktizieren zu können. Ja, aber natürlich. Sie müssen auch die medizinischen Prüfungen bestehen. Ja, natürlich. Und ich glaube nicht, dass Sie dieser Aufgabe gewachsen sind. Verzeihen Sie, Doktor. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das verstehen. Dr. Pearl hat bereits Ihr vorübergehendes Visum. Wir haben den Antrag auf Staatsbürgerschaft gestellt. Abgeordneter Bloom und Eleanor Roosevelt hat auf Anfrage von Eleanor Roosevelt bereits alles in die Wege geleitet. Nun, das ist gut. Vielleicht können wir dann die Dinge etwas beschleunigen. Gut. Haben Sie irgendwelche Diplome? Meine Diplome, Doktor? Sie wollen wissen, wo meine Diplome sind? Würde ich auch gern wissen. Zu gerne nur. Also so läuft das jetzt erstmal. Schon in Ordnung. Ist in Ordnung. Wie läuft das Büffeln? Büffeln? Lernen. Oh. Die Prüfung. Ja. So lala. Ich muss leider sagen, dass ihr Amerikaner weit hinter den Europäern liegt, was Medizin angeht. Tut mir leid, aber sehr weit hinterher. Sie müssen eine verdammt gute Ärztin gewesen sein in Ungarn. Haben Sie das irgendwo gehört? Nein, ich meinte, ich kann es mir gut vorstellen. Ja,
Rein und fromm werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Was war ich? Was war ich? Ich werde mich hüten, sie zum Schaden und in unrechter Weise anzuwenden. Wenn ich diesen Eid aber übertrete und breche, dann geschehe mir das Gegenteil. Sturm nicht hörst, ja? Halt dich fest. Oh, mein Liebling. Hafen Pippatschi, Rente Feiero, wohnen Städis, hey. Das ist wirklich ein Prachtexemplar. Ja, wunderbar. Einen Toast. Einen Toast auf ein glückliches und gesundes Baby Jacob. Sehr unser schön. Baby. Lachaim. Lachaim. Gisela, komm, stoß mit an. Ein Lachaim für das Baby. Natürlich, Lachaim. Ja. Auf Jacob. Lachaim. Aber weißt du, Didi, ein Kaiserschnitt war völlig unnötig. Ich bitte dich. Man hätte es komplett vermeiden können. Mit mir hätte es keine Probleme gegeben. Gar keine Probleme. Dr. Pearl, das hätte man nicht erlaubt. Das war nicht meine Entscheidung. Sie müssten erst Ihre Staatsbürgerschaft... Wir entbinden unser nächstes Baby. Und das nächste auch. Isaac, das ist nicht richtig. Ich wasche Reagenzgläser ab, während unqualifizierte Leute entscheiden, ob ich praktizieren darf. Das ist nicht richtig. Und du weißt das. Du weißt das von allen am besten. Gisela, was sollen die Prüfungen? Das habe ich in Cluj gelernt, vor 25 Jahren als Mädchen. Verzeihung. Verzeihung. Ich bin Dr. Ruben, Gisela Pearl. Hat sie jemand gesehen? Ich bin Dr. Pearl. Ich brauche Ihre Hilfe, bitte. Was ist denn? Es ist ein Notfall. Bitte. Okay. Ich bin Onkologe. Meine Frau liegt in den Wehen. Sie liegt im OP. Sie wollen sie operieren. Das Baby steckt im Geburtskanal fest, aber ich will nicht, dass sie operiert wird. Ich verstehe. Hat der Anästhesist ihr irgendwelche Mittel gegeben? Nein, noch nicht. Esther Jacobs hat mir von Ihnen letzte Woche erzählt und ich vertraue ihr. Mein Vater hatte einen Kollegen aus Cluj. Und Esther sagte, Sie haben mit ihm studiert, Andre Abrahams. Dr. Abrahams ist hier. Er könnte mir mit meinen Papieren helfen. Tut mir leid, Dr. Pearl, er hat es nicht geschafft. Bitte, kommen Sie. Ihre Frau, sie ist Ungarin. Ja, ihr Name ist Eva. Bereiten Sie alles vor. Sofort, Doktor. Ein Kittel, bitte. Hier, bitte. Alles gut, Mensch. Was hat sie hier zu suchen? Sie ist eine Spezialistin, Dr. Gisela Pearl. Sie darf nicht operieren. Sie hat die Prüfung noch nicht bestanden. Sie hat ausdrücklich gesagt, dass sie nicht operieren wird, außer es ist wirklich notwendig. Halt. Eva ist meine Frau. Bitte treten Sie zurück und machen Sie Dr. Pearl etwas Platz. In Ordnung. Bitte. In Ordnung, ganz wie Sie wollen. Eva, ich bin Dr. Pearl.
Jetzt möchte ich, dass du kurz und schnell atmest, aber nicht pressen, ja? Ja? Du bist jetzt sicher, alles wird gut. Ich bin bei dir. Wie lange ist sie schon in den Wehen? Wie lange? 18 Stunden. Wie weit ist sie geöffnet? Sie ist seit einer Stunde völlig geweitet. Wie liegt das Baby? Kopf unten. Eva, hör mir zu. Ja, genau so, kurzer Atmer. Ich werde dich jetzt untersuchen und dann das Baby ausrichten. Aber ich werde dem Baby nichts tun. In Ordnung? Ja. Ja, weiteratmen. Gutes Mädchen. Gut, gut. Gott, hilf mir. Möge ich heute wieder Leben schenken. Danke, Dr. Pearl. Er ist wunderschön. Sie haben mein Leben gerettet. Danke. Danke. Wenn unser Baby ein Mädchen wäre, würde sie ihren Namen. Darum habe ich immer alle meine Patienten gebeten. Gott segne Sie, Dr. Pearl. Nennen Sie mich Giska, das tun alle meine guten Freunde. Haben Sie. Dafür werden Sie belohnt. Nein, nein, nein. Sie haben mich auf eine Weise belohnt, die Sie sich nicht vorstellen können. Willkommen, Ma'am. Vorsicht, Stufe. Oh, Didi, das ist perfekt. Ich sehe schon die Patienten im ersten Stock und werde im zweiten leben, genauso wie damals in Seagate. Seagate. Ja, ja. Didi, das ist wunderschön. Sie bringen sein Baby auf die Welt und er gibt Ihnen ein renoviertes Apartment am Central Park? Ja, ich sagte Ihnen, dass ich Manhattan bevorzuge. Im Gegensatz zu was? Queens, wo Michael und ich leben? Er hielt es für das Richtige, Didi. Als Dankeschön. Aber ist das nicht etwas exzessiv? Oh, er vertraute mir. Und ich habe sein Kind gerettet. Weißt du, ein Kind ist ein großes Geschenk, Didi. Das größte Geschenk. Eine heilige Gabe. Und wenn man in der Lage ist, so etwas zu... Der ist ja leer. Was? Aber in dem Koffer ist gar nichts drin. Nun ja, ich hatte nichts. Warum haben Sie ihn mitgenommen? Ich brauchte etwas Greifbares. Okay, ich muss gehen. Ich muss mich um mein Baby kümmern. Gib deinem wunderschönen Baby einen Kuss von mir, ja? In Ordnung. Okay. Bis dann. Kommen Sie rein. Danke. Schnell. Komm. Hier rüber. Ich hab dich. Komm. Alles gut. Alles gut. Psst. Keine Sorge. Alles wird gut. Ich hab von Ihnen gehört. Ich bin nicht jüdisch, aber ich wusste nicht, wo ich sonst hin soll. Du bist zu mir gekommen. Darüber bin ich froh. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Aber weißt du, ich sollte mit deinen Eltern reden. Meine Eltern sind tot. Ich lebe bei meinem Onkel. Er zwingt mich zu arbeiten und ich darf nicht zur Schule. War er das? Oh mein Gott. Jede Nacht ist er betrunken. Dann kommt er zu mir und ich wehre mich. Ich wehre mich immer, aber heute, als ich in die Scheune gegangen bin, hatte er... Ja. Ich kann nicht wieder zurück zu ihm. Ich würde eher sterben. Du wirst nicht sterben, meine Kleine. Und du wirst nicht zu ihm zurückgehen. Nein, du wirst hier bei uns bleiben. Wir haben genug Platz. Und du wirst wieder zur Schule gehen. Und jetzt komm, komm. Ich kann noch arbeiten. Ich kann wirklich sehr hart arbeiten. Sei jetzt ruhig, komm schon. Du gehst jetzt erstmal rein und legst dich ins Bett, ja? Du musst dich ausruhen, du brauchst jetzt Schlaf. Danke, Doktor, danke. Shh.
Ja? Hier ist Jonas Rubin. Ich hoffe, ich störe nicht. Dr. Rubin, dieses Apartment ist so wundervoll. Ich werde es Ihnen zurückzahlen, sobald ich... Ich bin froh, dass es Ihnen gefällt. Hören Sie, ich wollte es Ihnen als Erster sagen. Sie haben die Prüfung bestanden. Giska, sind Sie noch da? Ja, Dr. Rubin. Jonas, bitte. Sie werden bald wieder praktizieren. Sie müssen nur noch die Staatsbürgerschaft erhalten. Ja, da Sie das gerade erwähnen, ich frage mich, ob es irgendwelche Probleme gibt. Es scheint so lange zu dauern. Seien Sie geduldig, Giska. Das sind bürokratische Formalitäten, Papierkram. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ja, wirklich nicht. Ganz sicher, versprochen. Dann sind das wirklich gute Neuigkeiten. Danke, Dr. Rubin. Jonas. Jonas, ich bin Ihnen sehr dankbar. Vielen Dank. Die Feier kann nicht ohne dich beginnen, mein Liebling. Dein Publikum erwartet dich. Sehr schön. Willkommen. Mein Sohn. Sehr schön. Wurde ja auch Zeit. Wo warst du bitte? Ach, die Arbeit eines Arztes ist nie getan. Giska, das Gedicht, das du geschrieben hast, lass uns damit anfangen. Ja, ja. Fang damit an. Ja. Gleich. Gleich. Ja. Nein, nein, Papa, nein. Giska, halte die Rede aus Ophelia. Ich meine, die aus dem dritten Akt. So ein süßer Bruder. Mein lieber David, alles, was er will, ist ein wenig Shakespeare. Aber nicht für mich, sondern für Helen. Die zweite Ärztin in der Familie. Das reicht, das reicht. Zu viele Ärzte. Vielleicht etwas für Rosie oder Sila? Komm, Sila, es muss doch etwas geben, was du willst. Etwas, das wir beide wollen. Singen. Ah, singen. Ja? Ja, ja, singen, singen, ja, ja, schön. Brillen und geschickt am Nacht die Fiddler, die zwei. Und auf die Fiedel, die kann fliegen, und die Fiedel, die kann fliegen. Dr. Pearl, ich möchte damit beginnen, Ihnen zum Bestehen der medizinischen Prüfung zu gratulieren. Ja, danke. Wir haben Sie heute hergebeten, da es noch ein paar offene Fragen gibt bezüglich Ihres Falles. Ihr Antrag auf Einbürgerung. Ich hoffe, dass wir das klären können. Fragen? Was für Fragen? Medizinische Fragen? Wenn es eine Frage der medizinischen Kompetenz ist, meine Herren, kann ich Ihnen versichern. Ethische Fragen, Dr. Pearl. Das verstehe ich nicht. Fragen darüber, was während des Krieges passiert ist. Was meinen Sie mit während des Krieges? Woher soll ich das wissen? Ich war in Auschwitz. Vielleicht war das nicht aus meinem Antrag zu erkennen. Oh, was Sie getan haben während des Krieges. Das ist nur ein Vorgang, eine Formalität. Sie dürfen jederzeit Zeugen mitbringen. Leute, die Ihren Charakter bestätigen können. Oh, ich kann ganz sicher bestätigen, Zeugen aus der Vergangenheit, Dr. Huben. Einen Moment bitte. Es tut mir leid, aber... Ich kenne niemanden aus Siget, der in New York lebt, zurzeit. Niemand, der überlebt hat. Und ich habe keine Zeugen, die zu meiner Persönlichkeit aussagen. Nun, vielleicht tauchen noch welche auf, bitte. Was wird an meinem Charakter in Frage gestellt, bitte? Bitte, setzen Sie sich. Machen Sie es sich bequem, hm? Setzen Sie sich.
Wie Sie wissen, Dr. Pearl, waren Sie einer der ersten Flüchtlinge, die in New York ankamen. Und da Ihre Identität jetzt geklärt ist, haben wir auch... Denken Sie, ich mache Ihnen etwas vor. Wer sollte ich sonst sein? Das Land wird im Moment von vielen Menschen überschwemmt, Dr. Pearl. Von guten wie von schlechten. Und Sie müssen verstehen... Oh, Dr. Pearl ist eine sehr bekannte Ärztin. Nein, jetzt verstehe ich es, Sie sagen mir, dass ich als eine der Bösen verdächtigt werde, ja? Und Sie wollen, dass ich Ihnen beweise, dass ich eine von den Guten bin. Dr. Pearl, wir wissen, dass Sie in verschiedenen Lagern waren und... So nennen Sie also Auschwitz und Bergen-Belsen in Amerika? Lager? So wie die Orte, wohin Ihr eure Kinder in die Ferien schicken? Meine Herren, sicherlich verstehen Sie das. Und wir wissen, dass Sie während Ihrer Zeit in diesen Lagern aufgrund Ihrer Privilegien als Ärztin engen Kontakt zu den Nazis hatten. Sehr engen Kontakt. Eng, ja. Ja, mit einer Pistole am Kopf und einer Schlinge um die Kehle. So eng waren wir miteinander. Dr. Pearl, Sie haben doch mit deutschen Ärzten zusammengearbeitet. Nazi-Ärzten. Ja oder nein? Deutsche Ärzte waren da. Natürlich waren sie da. Nazi-Ärzte. Haben Sie mit ihnen kollaboriert? Ja oder nein? Gisela. Meine Herren, haben Sie irgendeine Ahnung davon, was Sie alles durchgemacht haben? Gisela, bitte. Bitte setzen Sie sich wieder hin. Bitte. In Ordnung. Bitte machen Sie sich Notizen. Sie alle, bitte machen Sie sich Notizen. Mama musste all das Geld den Nazis geben, deswegen kann sie nur in Schmuck bezahlen. Nein, Martha. Sag deiner Mutter, das ist sehr großzügig. Aber sie soll mich bezahlen, wenn der Krieg vorbei ist. Nein, aber sie bestand darauf. Sie ja, das lassen Sie. Nein, verstanden. Nein, ich kann das nicht akzeptieren. Nicht jetzt. Wir helfen uns gegenseitig so gut wir können. Und jetzt, lauft ihr sofort nach Hause und erzählt euren Eltern, was ich euch gesagt habe. Ja, in Ordnung. Katja, Martha, geht! Achtung, Achtung, Einwohner von Siegen. Ab sofort herrscht eine Ausgangssperre von 20 Uhr bis 8 Uhr. Dies tritt ab sofort in Kraft. Die Ungarn sind ihre Verbündeten, Papa. Du musst auf mich hören. Hör auf Frederik. Sag ihm, was du gehört hast. Moshe, die Deutschen werden wir bald... Wir werden Siegen nicht verlassen. Wie könnten wir gehen? Woher weißt du, dass Silla in Sicherheit ist? Helen schrieb, sie haben es bis nach Budapest geschafft. Sind sie zusammen? Ich weiß nicht, Mama. Ich schätze schon. Ah, Sie müssen zurückkommen. Giska, sorg dafür, dass Sie zurückkommen. Nein, Sie sollten nicht zurückkommen. Sie sind sicher dort, wo Sie sind, Mama. Papa, wir müssen ruhig bleiben, aber wir müssen handeln. Was ist mit Bello, Chanda und Julius? Mama, das sind erwachsene Männer. Sie kümmern sich um ihre Familien und das weißt du ganz genau. Aber du und Papa... Ich sag nirgendwo. Dir mal... Bitte, hört mir zu. Hört. Es ist noch Zeit. Wir haben Verbindungen. Wir haben genug Geld. Du und Papa werdet zu Rose nach Palästina gehen. Wir sind nicht so jung wie du. Wir können nicht noch einmal von vorne anfangen. Das ist unser Leben, unsere Welt. Siget ist unsere Heimat, Giska. Siget wird immer unsere Heimat sein. Papa, bitte. Papa, die Deutschen wollen uns vernichten. Die Ungarn werden das nicht erlauben. Kein zivilisierter Mensch erlaubt so etwas. Die Ungarn helfen ihnen. Papa, siehst du das nicht? Sie marschieren Seite an Seite. Dann werden die Menschen von Siget es nicht erlauben. Moshe, Siget ist nur eine Stadt. Nur eine weitere Stadt. Giska hat recht, wir müssen euch hier rausholen. Hör zu, ihr alle. Wir sind eine Familie. Wir bleiben zusammen. Zusammen! Nun, ich habe gute Neuigkeiten. Gute Neuigkeiten in diesen schlechten Zeiten. Ist das wahr? Ja, könnte sein. Oh, bin ich endlich. Ja, wenn du sie nach mir benennst. Mein Mann wird so glücklich sein. Oh. Danke, Dr. Pearl.
Ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Nein, 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 das war Gottes Werk. Ich bin nichts weiter als eine Ärztin. Ach, meine Liebe. Elizabeth, bring das Buch rein. Tür aufmachen! Tür auf! Was geht da vor sich? Das Haus durchsuchen, vorwärts! Wie könnt ihr es wagen, in unser Haus einzubrechen? Du Verräterin! Judenpack! Oh Gott. Du solltest dich schämen! Was tut ihr da? Warum tut ihr das? Warum? Warum tut ihr das? Ihr habt kein Recht, in dieses Haus einzudringen. Was passiert? Los, mitkommen! Lasst mich los! Halt! Giska! Was habt ihr mit ihm vor? Nimm deine Hände weg von meiner Tochter! Mosche! Genug! Jetzt reicht's! Lasst mich los! Gisela! Frederik! Frederik! Komm schnell! Papa! Charlotte, hol etwas Wasser! Was haben sie dir angetan? Oh mein Gott! Nebenan ist es besser. Charlotte, gib mir das Wasser! Ja! Komm hier! Hier! Nimm das! Hier, bitte! Nimm diese Medizin. Medizin? Ja, ich habe sie reinschmuggeln lassen. Hier, trink. Dr. Junge, wie geht es ihm? Er hat immer noch hohes Fieber. David, du musst das hier nehmen. Komm, komm, du verglühst innerlich. Ich kann nicht schlucken. Shh. Versuch es für mich. So ist es gut. Dr. Junge, wann hat man Sie freigelassen? Gestern. Sie haben plötzlich entschieden, dass ich Ihnen nichts zu sagen habe. Warum wurden Sie mitgenommen? Warum hat man Sie geschlagen? Warum tun Sie nur diese schrecklichen Dinge? Angst. Aus keinem anderen Grund, als uns mit Angst zu erfüllen. Magda, bitte, es ist in Ordnung, schon in Ordnung. Morgen, Giska. Morgen werden sie uns abtransportieren. Morgen, sagst du? Wohin? Polen. Polen? Geh ins Bett, Charlotte. Geh zu Bett. Nun, zumindest werden wir alle zusammen sein. Was ist mit Cilla, Bello und den anderen? Mama, ich weiß es nicht, aber sie sind sehr stark. Sie können sehr gut auf sich selbst aufpassen und... Ich weiß, dass Sie nicht wollen würden, dass wir uns um Sie sorgen. Hier. Das sollte für uns alle reichen. Versteck das in deinem Schuh. Nur für den Fall. Frederick, ist das dein Ernst? Selbstmord? Ich sterbe lieber durch meine eigene Hand, als diesen Bastarden die Freude zu bereiten. Ich auch. Psst, bitte seid ruhig. Ich will nicht, dass die anderen mitkriegen, worüber ihr hier redet. Giska, versteck es bitte in deinem Schuh. Bitte. Entschuldigung. Verzeihung.
Gisela! Verzeihen Sie bitte. Gisela! Gisela! Frederick hier! Entschuldigen Sie. Wo ist Dr. Junger? Wo sind die anderen? Tot. Sie haben das Gift genommen. Aber Charlotte hat überlebt. Er hat ihr nicht genug gegeben. Sie muss hier irgendwo sein. Ich konnte sie nicht finden. Was ist? Giska. Papa, alles in Ordnung. Papa! Giska, liebe Giska, versprich mir, dass wir uns wiedersehen werden im gelobten Land. Ich verspreche es dir, Papa. Ich verspreche es. Verstehe. Er braucht medizinische Hilfe. Wir werden uns gut um ihn kümmern. Bringt ihn in die Ambulanz. Mama, soll ich mit ihm gehen? Ja, gut. Darf mein Sohn ihn begleiten? Ja, wenn Sie wünschen. Bringt Sie beide in die Ambulanz. Imre, warte doch auf mich.
Bitte sagen Sie, wo das Krankenhaus ist, damit ich ihn später besuchen kann. Ganz in der Nähe. Schnell, schnell. In Reihen bleiben. Schneller. Bewegung. Reiner. Keine Sorge, wir sind in Ordnung. Sag deiner Mutter, sie soll bei dir bleiben. Giska, ich habe Rachel gefunden. Rachel, warst du auch im Zug? Ja. Hast du Charlotte Junger gesehen? Nein. Wie geht es Isabel? Sie ist durstig. Ja, oh mein Liebling, ich weiß. Nein. 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 Giska. Giska. Nein. Dr. Ich flehe Sie an. Ich werde mich um Ihre Mutter kümmern. Keine Sorge. Mama. Ich werde auf Ihre Mutter aufpassen. Keine Sorge. Und Sie wagen es, mich zu fragen, auf welcher Seite ich stand? Hier. Da, können Sie es sehen? Schreiben Sie es auf. Ich bin Dr. Gisela Pearl, Nummer 25404. Gefangene und keine Kollaborateurin. Dr. Pearl, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie verstehen, dass wir gestern nicht die Absicht hatten, Sie in irgendeiner Weise zu verstören. Nein, nein, ist in Ordnung. Guten Morgen, meine Herren. Morgen. Guten Morgen. Darf ich Ihnen meine Freundin vorstellen, Didi Goldstein? Hallo, guten Morgen. Miss Goldstein. Bitte. Also, dann machen wir mal weiter. Ja. Der Zug kam an. Ihre Familie wurde aufgeteilt. Sie wurden zur Desinfektion gebracht. Ihre Haare wurden gekürzt. Eine Frau wurde auf den Kopf geschlagen, aber sie konnten nicht helfen.
Dann wurde ihr Arm tätowiert. Alles richtig soweit? Ja. Dr. Pearl, wir wollen Sie nicht beleidigen, aber wir müssen Ihre Funktion als Ärztin im Lager erörtern. In Auschwitz, ja. Ja, also, bevor Sie tätowiert wurden, sagten Sie dieser Frau, dass... Sie dürfen nicht vergessen, diese Frau war eine Nazi-Wache. Sie sagten also dieser Nazi-Wache, dass Sie Ärztin sind. War das der Punkt, an dem Sie als Ärztin anfingen? Nein, ich habe sie nie wiedergesehen. Ich meine, es gab so viele von ihnen. Nein, so habe ich nicht angefangen zu arbeiten. Nein, so war das nicht. Wann dann? Wie ist es dazu gekommen? Haben Sie sich freiwillig gemeldet? Hat Sie jemand ausgesucht? Sie haben ja nicht kollaboriert. Wurden Sie gezwungen zu praktizieren oder... Nein, ich... Ich tat es freiwillig. Aber bitte, zu der Zeit hatte ich keine Ahnung von den Dingen, die Sie tun würden. Los, los! Entschuldigung, wissen Sie, wo das Krankenhaus ist? Psst. Wissen Sie, wo die Männer hingebracht wurden? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, wo sind sie? Warum kneifen sie sich in die Wange? Das bringt Farbe in die Wangen. Dann wird man nicht selektiert. Wo warst du so lange? Verzeihung? Hast du Kaviar gegessen, während wir hier verrotten? Gewöhn dich lieber dran. Sie müssen uns alle verbrennen, bevor die Russen kommen. Charlotte! Charlotte Junger! Still! Ich gebe ihr 3 Tage. Dann kaputt. Charlotte. Achtung! 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 Was haben wir denn hier? Eine Ballerina. Eine Ballerina? Würdest du für mich tanzen? Papa? Bravo, bravo, bravo. Soll ich fortfahren? Nein, 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 nein. Sie ist so wunderschön. Und sie tanzt so wunderbar. Danke, Papa. Enchanté. Komm. Gibt es hier irgendwelche Ärzte? Achtung! Gibt es Ärzte hier? Keine Ärzte. Nicht mal einen! Achtung! Gibt es Ärzte hier? Keine Ärzte? Ah, na endlich. Was für eine Ärztin sind Sie denn? Gynäkologin. 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 Exzellent. Haben Sie eine Privatpraxis oder sind Sie an einem Krankenhaus tätig? Ich habe eine Privatpraxis. Studiert habe ich in Cluj und Berlin. Oh, Berlin, ja?
Ich hätte es wissen sollen. Ich habe auch in Berlin studiert. Wissen Sie, Sie versprühen eine Aura der Autorität, die ich beeindruckend finde. Wissen Sie, das ist etwas, das ich bei jedem respektieren würde, aber bei einem Arzt ist es fantastisch. Vielen Dank. Nun, verzeihen Sie, ich wollte fragen, mit Ihrer Erlaubnis, ob Sie mir helfen können, meinen Sohn zu finden. Ah. Er war letzte Nacht im Krankenhaus. Ich verstehe. Und er wartet dort auf mich. Ich mache mir Sorgen um ihn und ich weiß, dass er sich Sorgen um mich macht. Natürlich, jeder gute Sohn würde sich um die Sicherheit seiner Mutter Sorgen machen. Ja, und ich würde ihn sehr gerne dort besuchen. Na sicher, das können wir arrangieren. Ja? Ja. Vielleicht könnten Sie ihm in der Zwischenzeit eine Nachricht überbringen. Mit Vergnügen. Wie heißt er? Imre. Imre Kraus. Wir richten ihm aus, dass es Ihnen gut geht. Ja? Nun? Vielen Dank. Da wäre nur noch eine Sache. Bitte, natürlich. Verzeihen Sie. Aber wenn ich dürfte... Bitte, ja, bitte reden Sie. Mein Bruder ist sehr, sehr krank und meine Mutter... Bitte, 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 bitte. Sie, Ihr Ehemann und Ihre Mutter, Ihre ganze Familie wird schon sehr bald wieder vereint sein. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Nun Dank. Würde ich Sie gerne um einen kleinen Gefallen bitten. Ja? Ja. Sie sind Ungarin, ich bin Deutscher. Nun, ich denke, die Frauen hören eher auf Sie als auf mich. Ja? Nun, wir haben ein Haus für die schwangeren Frauen eingerichtet, denn das hier sind, wie Sie sehen, keine angemessenen Konditionen. Dort gibt es anständige Betten, gutes Essen und medizinische Versorgung. Nun, ich finde es nicht gut, wenn Sie laufen müssten. Deshalb haben wir ein paar LKWs vom Roten Kreuz bereitgestellt, um Sie zu fahren. Die Sache ist, je schneller Sie in die LKWs steigen, desto schneller bekommen Sie die Versorgung, die Sie verdienen. Und ich schäme mich wirklich, es zu sagen, die Sie unbedingt benötigen. Ja? Also, könnten Sie das für mich tun? Könnten Sie die schwangeren Frauen überreden, in die LKWs einzusteigen? Ja? Natürlich kann ich Ihnen Herzlichen helfen. Dank. Nein, ich danke Ihnen vielmals. Sehr freundlich. Entschuldigung! Dr. Mengele hat mir gesagt, dass es ein Haus für schwangere Frauen gibt. Es gibt dort anständige Betten, medizinische Versorgung, gutes Essen. Diese LKWs vom Roten Kreuz werden euch zu eurem neuen Haus bringen. Ja, ja. Für alle, die schwanger sind, ist das wohl eine bessere Option. Ja. Fühlst du dich jetzt groß? Groß, stark und mächtig, Herr Doktor. Wovon reden Sie da? Du hast diese Frauen in den Tod geschickt. Er hat gesagt, sie kommen ins Krankenhaus. Weißt du überhaupt, wer er ist? Dr. Mengele? Er hat seinen Doktor in einer Sache. Tod. Nein, das waren LKWs vom Roten Kreuz. Wo sie haben sie gesehen. Die Mitarbeiter vom Roten Kreuz, Doktor. Aber mein Sohn hat meinem Bruder letzte Nacht geholfen. Und sie sind in einen LKW vom Roten Kreuz gestiegen. Dein Bruder und dein Sohn sind an dem Ort, wo diese Frauen hingehen werden. Nein, Dr. Mengele hat versprochen, Imre eine Nachricht zu überbringen. Dr. Mengele hat versprochen, eine Nachricht an Imre zu übergeben. Ja, ja. In der Krankenstation. Die Krankenstation ist eine Gaskammer. Nein. Ein Krematorium. Nein. Dein Sohn ist tot. Schau dort. Da sind Mengeles Rote Kreuz-LKWs, siehst du sie? Du bist doch eine tolle Ärztin. Was ist das für ein süßer Geruch in der Luft? Sicher hast du das schon mal gerochen, wenn du wirklich eine Ärztin bist. Kommt es dir bekannt vor? Weißt du, was da brennt? Menschenfleisch. Verstehst du? Menschenfleisch. Adel.
War das Einnehmen des Giftes ein Selbstmordversuch, Dr. Pearl? Ja, das Wissen von dem, was passierte und was passiert ist, das Krematorium. Imre, mein Sohn, das war einfach zu viel. Wissen Sie, einfach zu viel. Ihr Verlust tut mir leid. Und Sie haben also an diesem Tag zum ersten Mal von den Gaskammern erfahren? Ja. Sie geben freiwillig zu, dass Sie all diese Frauen in die Gaskammern geschickt haben. Ich wurde getäuscht. Man hat mich reingelegt, haben Sie mir nicht zugehört? Genau wie diese Frauen. Außer, dass ich lebe und... Verstehen Sie, dass Dr. Mengele sagte, dass diese Frauen zur Behandlung geschickt werden? Ich war eine Ärztin und als Ärztin wollte ich helfen. Ich glaubte daran, dass es eine Krankenstation gibt. Aber ich war neu. Zu dieser Zeit wusste ich noch nicht, was Behandlung für schwangere Frauen bedeutet. Diese Behandlung war also der Gang zur Gaskammer? Meistens ja, aber manche wurden auch benutzt für Experimente. Und haben Sie je an solchen Experimenten teilgenommen, Dr. Pearl? Vielleicht wurden Sie dazu gezwungen? Ich hätte verlangt, dass Sie mich erschießen, bevor ich an jemandem experimentiert hätte, schwanger oder nicht. Sie haben also nicht Dr. Mengele assistiert? Wir streiten hier über Semantik, ob ich Dr. Mengele assistiert habe? Nun ja, nach Ihrer Definition ja. Am ersten Tag unbewusst. Aber sobald ich von dem Schicksal dieser Frauen wusste, diese Frauen, denen ich helfen wollte und sie verdammt habe, sobald ich das wusste, habe ich geschworen, dass es keine schwangere Frau mehr in Auschwitz geben wird, solange ich es vermeiden kann. Starke Worte, Dr. Pearl. Ja, Worte. Was sind schon Worte, Mr. Prentice? Sie können nicht annähernd beschreiben, was ich gesehen habe. Warum machen wir nicht Mittagspause und treffen uns um 2 Uhr wieder? Wenn das allen passt. Sicher, sicher. Es ist schon vorbei. Ich gehe da nicht wieder hin. Wieso? Hat sie über Rachel geredet? Sie hat über Rachel geredet, nicht wahr? Und Isabel, sag es mir. Sie hat nur über sich geredet. Dr. Pearl, nochmal bezüglich der Abtreibungen, die Sie vor der Pause erwähnten. In Ihrem Antrag steht, dass Sie persönlich über 1000 Abtreibungen durchgeführt haben. Die Zahl ist zwar grob geschätzt, aber ja, so etwas in der Art. Was auch immer der Grund dafür war, Dr. Pearl, das ist eine enorme Zahl. Die Sache hatte einen Grund, Mr. Prentice. Und zwar einen sehr wichtigen Grund. Das Leben der Mütter zu retten. Das Leben der Mütter retten. Ja. Frauen, die, wie Sie sagten, alle zum Tode verurteilt waren, ja? Die Absicht der Nazis, Mr. Prentice, war, uns alle zu töten. Jeden einzelnen Juden. Verhungern, zerbrechen, erschießen, verbrennen, vergasen. Alles, solange das Resultat der Tod war. Das verstehen wir ja, Dr. Pearl, aber es gibt ein paar Widersprüche hier. Aber meine Absicht als Ärztin, als menschliches Wesen, war es zu überleben. Ich habe durchgehalten. Ich habe mich gezwungen, ja. Ich habe andere gezwungen, durchzuhalten, weil ich nie die Hoffnung aufgegeben habe, dass die Russen oder sogar vielleicht ihr, selbst ihr, uns findet und das Töten aufhaltet. Während ihr euren Krieg gekämpft habt, habe ich meinen gekämpft. Warten Sie kurz einen Moment. Könnten Sie uns vielleicht Ihren Krieg erklären? Meine Herren, bitte. Es ist wirklich ganz einfach. Die Frauen, die schwanger waren, wurden umgebracht. Ich habe die Föten abgetrieben, damit die Mütter vielleicht überleben können. Verstehen Sie das?
Wenn ich das Leben einer Mutter retten konnte und sie überlebte, dann wäre sie vielleicht mit Gottes Hilfe in der Lage, wieder ein Kind zu bekommen. Man kann das jüdische Volk nicht ausrotten, solange jüdische Frauen Kinder bekommen. Wurden eigentlich Babys in Auschwitz geboren? Ja, einige, aber jedes neugeborene Kind wurde sofort getötet, und zwar zusammen mit der Mutter. Dr. Pearl, trotzdem, 1000 schwangere Frauen. Die meisten schwangeren Frauen in Auschwitz kamen bereits so an. Was die anderen betrifft, einige wurden vergewaltigt von der SS, andere boten ihren Körper für Essen an in den Latrinen. Warten Sie, die Latrinen? Ja, es gab Männer, Gefangene in Arbeitsgruppen, die Zugang zu diesen Bereichen hatten. Trotzdem, 1000 schwangere Frauen. Finden Sie nicht, Mr. Prentice, Auschwitz, das waren nicht nur ein paar Hütten im Wald. Es hatte die Größe einer Kleinstadt. Es waren allein über 30.000 Gefangene im Bereich der ungarischen Frauen. 1.000 aus 30.000 ist eigentlich ziemlich wenig. Nun, Sie hatten vorhin erwähnt, dass Dr. Mengele Experimente an schwangeren Frauen durchführte. Ja, an beiden, am Fötus und der Mutter. Ohne Anästhesie. Und er tat das alles nur zu seinem perversen Vergnügen. Nichts davon war zu verstehen. Er benutzte keine Anästhesie, aber bestand auf sterile Instrumente. Er ist einfach nicht zu verstehen. Wenn Sie bei diesen Experimenten nicht zugegen waren, woher wissen Sie dann davon? Weil diese Frauen danach zu mir gebracht wurden, zur Behandlung. So, dass sie wieder arbeiten konnten. Die meisten haben nicht überlebt. Das hat mich nur ermutigt, noch mehr Abtreibungen durchzuführen. Dr. Pearl, ich denke, es fällt uns hier schwer, die Situation zu verstehen, die Sie uns da beschreiben. In Ordnung, okay. Die Frauen aus Siget waren die Ersten. Sie hatten die erste Selektion überlebt und von mir gehört. Daraufhin hatten sie mich aufgesucht. Das Mädchen, das mich herbrachte, sagte, dass du mich kennst. Dr. Pearl! Oh mein Gott! Leiko! Dr. Pearl, können Sie mir helfen? Ja, aber natürlich kann ich das. Ich werde dir helfen. Aber wenn Mengele es herausfindet, werde ich weiß, verlassen. Ich weiß. Hör zu. Ja. Wenn wir diese Hölle überleben, wirst du und dein Mann noch ein Kind bekommen. Ein freies Kind. Ich weiß. Aber es hat doch so lange gedauert. Sei leise. Wir dürfen den Carpo nicht aufwecken. In Ordnung. Dr. Pearl. In Ordnung. Leg dich hin. Jetzt spreiz die Beine. Genau so. Jetzt hör mir zu. Du musst ganz langsam durch die Nase atmen. Hast du verstanden? Darf ich zumindest mein Baby sehen? Natürlich darfst du. Natürlich. Jetzt leg dich hin. Halt dir den Mund zu. Bitte. Okay. Beruhige dich. Leiko, du wirst noch ein Kind bekommen. Ich verspreche es. Thank you.
Sie haben also den Fötus von Laiku abgetrieben? Nein. Ich meine, ja, er... Laikus Fötus lebt nicht mehr. Aber Sie hatten zu diesem Zeitpunkt keinen Zugang zum Krankenlager. Selbst woher hatten Sie dann die Instrumente? Selbst auf der Krankenstation, wenn man es so nennen kann, gab es nur wenige Instrumente, Mr. Prentice. Sie sagten, dass Dr. Mengele Instrumente benutzte, sterile Instrumente? Ja, das hat er im experimentellen Block, Block 11. Aber er hat nicht bei uns auf der Krankenstation gearbeitet. Sie haben also schon vor Ihrer Zeit im Krankenlager Babys abgetrieben? Es waren Föten. Ah ja. Wie war das überhaupt möglich? Ohne Instrumente? Mit meinen bloßen Händen, Mr. Prentice. Verzeihen Sie, Dr. Pearl, aber Sie scheinen keinerlei Reue zu zeigen für Ihre Taten. Verzeihen Sie mir, Mr. Prentice, aber Sie scheinen nicht zuzuhören. Warum sollte ich Reue dafür empfinden, dass ich 1000 Frauen das Leben gerettet habe? Ich habe jedes Mal mein eigenes Leben riskiert, wenn ich das tat. Wenn die Nazis mich entdeckt hätten, wäre auch ich auf der Stelle vergast worden. Also was für eine Reue! Ihre Geschichten, Dr. Pearl, Ihre Logik... Einen Moment, bitte. Bitte hören Sie auf zu schreiben. Bitte, stopp! Hören Sie auf zu schreiben! Ja? Meine Herren, Auschwitz war ein anderes Land. Ein Land mit seinen eigenen Regeln und seiner eigenen Logik. Und diese Regeln änderten sich täglich, von Situation zu Situation. Diejenigen, die dort waren, wagen es nicht, sich gegenseitig zu verurteilen. Also ist es unmöglich. Nein, nein. Es ist absurd, dass ihr Männer hier sitzt und mich verurteilt. Ja? Guten Abend, Dr. Pearl. Hier ist Dr. Mengele. Ich bin so froh, dass ich Sie gefunden habe. Ich wollte noch einmal... Wann haben Sie angefangen, das Frauenkrankenhaus in Auschwitz zu leiten? Wann haben Sie angefangen, das Krankenhaus zu leiten? Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich weiß noch, dass meine Haare nachwuchsen, und zwar ganz in weiß. Keine Ahnung, vielleicht 3 Monate nach meiner Ankunft? Ausgesucht von Dr. Mengele. Von Dr. Mengele. Jüdische Ärzte vortreten. Wir eröffnen ein Krankenlager für die Frauen. Alle jüdischen Ärzte vortreten. Ihr Name? Dr. Ruth Stern aus Budapest, Onkologin. Gut. Weitere Ärzte vortreten. Näher, näher. Nach links drehen. Alle jüdischen Ärzte vortreten. Ihr Name? Ihr Name? Sonst niemand? Ihr Name? Dr. Gisela Pearl aus Seged. Ach ja, Gynäkologin. Ja.
Sehr gut. Dann werden wir uns wohl noch öfter sehen. Und was genau haben Sie da in diesem Krankenhaus getan? Wir haben die Kranken und Verwundeten so gut wir konnten behandelt. Wir hatten keine Bandagen, nur Papier und kaum Medikamente. Komm schon, zurück an die Arbeit. Verzeihung! Mit Ihrer Erlaubnis, diese Patientin sollte sich einen Tag ausruhen. Ihr Fuß ist ziemlich infiziert und ich glaube nicht, dass sie... Diese Frau ist bis heute Mittag wieder auf den Beinen. Sie ist fit für die Arbeit. Psst, alles in Ordnung. Dr. Pearl, unsere Informationen weisen darauf hin, dass eine Ihrer Patientinnen eine SS-Offizierin war. Ist das wahr? Ach, das ist unglaublich. Wollen Sie etwa immer noch sagen, dass das etwas ist, das ich mir aussuchen würde? Freiwillig einem Nazi zu helfen? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja. Irma Grieser hat mich auf ihr Quartier gerufen. Herein. Denn sie glaubte, dass sie schwanger sei. Also, bringen wir es hinter uns. Es sind sterile Instrumente in der Kommode. Los, hol sie. Und wenn du das jemandem erzählst, dann bringe ich dich zur Strecke. Ich werde nichts sagen. Du bist eine gute Ärztin. Wäre schade, wenn du sterben müsstest. Deutschland braucht gute Ärzte. Wird es wehtun? Sie werden ein Stechen und Ziehen spüren. Es wird etwas Kot fließen und Blut. Wie lange wird es wehtun? Ich kann keinerlei Schmerzen ertragen. Ja. Nicht lange. Ein paar Stunden. Sie sollten sich danach etwas ausruhen und hinlegen. Bitte? Vielen Dank, Dr. Pearl. Das wäre alles für heute. Wir sehen uns morgen. Zur gleichen Zeit. Einen Moment, bitte. Es gibt noch einen weiteren Tag wie diesen. Nicht zu fassen. Die Yankees haben schon wieder verloren. Hat mich $10 gekostet. Ah, das hat man davon, wenn man auf den Verlierer setzt. Auschwitz in der einen Minute, Baseball in der nächsten. Der Übergang ist so einfach für Sie, ja? Dr. Pearl, ich versichere, das zu hören fällt uns allen schwer. Ja, Mr. Schumann, sicherlich haben Sie recht. Meine Herren, es tut mir leid. Ich muss versuchen, es zu verstehen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Magazin gefunden. Mr. Prentice, vielleicht haben Sie davon gehört. Es heißt The Commonweal, eine katholische Publikation. In diesem Magazin gibt es Artikel über diese Lager, so wie Sie sie gerne nennen. Das war vor 3 Jahren. Sie wussten es. Amerika wusste es, sie alle wussten es und sie saßen hier und haben nichts getan. Gar nichts.
Gar nicht. Entschuldigen Sie mich. Bitte, bitte, Mr. Prentice. Lassen Sie mich ausreden. Wir sehen uns dann morgen. Während wir abgeschlachtet wurden im Sommer 44. Was haben Sie da getan, Mr. Smith? Sind Sie mit Ihrer Frau den Broadway entlang geschlendert? Oder hatten Sie ein Picknick am Strand? Ich kann es wirklich nicht verstehen. Und Sie, Peter Schumann, mein jüdischer Gefolgsmann, was haben Sie gemacht, um Ihre Zeit zu vertreiben? Waren Sie im Tempel oder haben Sie mit Ihrem Sohn Baseball gespielt? Mein Sohn wurde getötet am D-Day. Seine Leiche wurde nie gefunden. Vergeben Sie mir, Gott, vergib mir. Vergeben Sie mir. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich leid. Es ist nur zu erklären, was passiert ist. Ich habe die Fassung verloren. Der Verlust Ihres Sohnes tut mir leid. Ich bitte Sie um Vergebung. Wir sehen uns morgen. Dr. Pearl? Ich bin es nur, Dr. Pearl. Martha Weiss. Aus Siegert. Eines Tages an ihrer Seite laufe in Amerika. Ich so angezogen gehe, hier neben der großen Dr. Pearl. Niemand würde mir das glauben. Naja, vielleicht schaffst du es ja, dass diese Offiziellen dir glauben. Was, sie glauben nicht, dass sie eine tolle Ärztin sind? Noch nicht, aber wer kann es ihnen verübeln? Sie waren noch nie in Siget. Weißt du, Martha, sie haben ihre Park Avenue und ihren Central Park, aber ja. Wir haben den großen Strom. Den Fluss. Den Fluss. Tisa, ja. Ja. Es werden noch mehr Mädchen aus Siegert kommen. Ja? Ja, ich weiß nicht, wer sie sind, aber die Frau von der UGA sagte, sie sind hier. Wundervoll. Und bald werden wir ein Fest feiern, ganz genau wie zu Hause. Darf ich auch kommen? Du, mein Schatz, solltest der Ehrengast sein. Ihre Haare, die sind ja wieder dunkler geworden. Sch, sch, sch. Ich habe sie gefärbt. Ich bin zu jung für weiße Haare. Dr. Pearl, wir haben einen Brief von einer Frau erhalten, die kürzlich in New York angekommen ist. Eine Frau namens... Ja, wie auch immer. Diese Sophia schreibt, ihre Schwester wurde in der Krankenstation nicht behandelt, weil sie nicht bezahlen konnte. Und ihre Schwester verstarb daraufhin. Ja, ich erinnere mich an den Fall. Die Frau war ein, wie wir sie nannten, Muselmann. Eine lebende Tote. Wir hatten nur wenig Medizin. Es gab aber nichts, womit wir sie hätten retten können. Es war ziemlich traurig. Also Sie haben nie Bezahlung für die Behandlung verlangt? Absolut nicht. Ist es mir erlaubt zu sprechen? Natürlich, bitte. Dr. Pearl hat mir das Leben gerettet in der Krankenstation. Und ich bin nicht die Einzige. Sie hat so viele gerettet. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Sie hat nie um etwas gebeten. Sie hat nur gegeben. Das kann ich Ihnen sagen. Freut uns zu hören. Ich konnte nicht laufen. Ich war zu krank. Meine Schwester Katja war sehr stark. Sie hat mich praktisch hingetragen. Dr. Pearl aus Siegert, ist sie hier? Martha! Katja! Komm her! Ruth, ja? Ich brauche deine Hilfe! Sie versteckte mich während jeder Selektion. Wenn Dr. Mengele sie dabei erwischt hätte, wäre sie erschossen worden. Und die anderen Ärzte auch dafür, dass sie ihr geholfen haben. Thank you.
Über eine Woche versteckte sie mich dort. Sie pflegte mich, gab mir ihre Essensration, bis es mir wieder besser ging. Bis ich stark genug war. Ich schulde Dr. Pearl... Ist in Ordnung, schon okay. Dr. Mengele hatte Angst vor Krankheiten, besonders vor Typhus. Es grasierte wie wild in Auschwitz. Sobald er eine Infizierte entdeckte, schickte er die ganze Baracke und die Baracken zu beiden Seiten in die Gaskammer. Anders gesagt, es wurden 3000 Frauen ermordet für einen Fall von Typhus. Ich war mir sicher, dass Martha Typhus hatte. Und hätte er das entdeckt, wären wir alle in der Gaskammer gelandet, Ärzte und Patienten gleichermaßen. Er kam zu unerwarteten Zeiten und verlangte Blutproben. Das war nicht das erste und das letzte Mal, dass er das tat. Beeil dich, Giska. Ja. Okay, streck die Arme aus, man muss sie sehen können. Aber als Martha dort war, haben wir alle 5 Ärzte unser eigenes Blut genommen. Und dann haben wir die Proben mit den Nummern der Patienten versehen. Und diese Proben haben wir dann Dr. Mengele gegeben. Und das hat funktioniert? Jedes Mal. Ja, ja, aber das ist noch lange nicht alles. Dr. Pearl hat mir das Leben gerettet, viele, viele Male. Also hat Ihre Schwester auch überlebt? Nein, nein. Sie wurde dabei erwischt, wie sie versucht, für mich Essen zu stehlen. Und Irma Grieser schoss meiner Schwester Katja den Kopf. Katja! Ich habe versucht, sie zu Dr. Pearl zu bringen, aber ich war nicht stark genug. Ich konnte sie nicht tragen. Du gehst nach oben und nimmst ein langes, heißes Bad, ja? Ich habe wundervolles Badeöl aus Paris. Und während du badest, gehe ich einkaufen. Wir werden ein wundervolles Mahl zusammen haben. Und es macht dir nichts, wenn ich bleibe? Oh, Liebes, komm. Du bist ein Gottesgeschenk. Und jetzt geh. Los, baden. Los. In Ordnung, in Ordnung. Alles ist klar, Bursche. Gisela Pearl? So sehr. Sie können diese Frau nicht bedienen. Doktor, bitte, meine Schwester. Sie ist sehr krank. Sehen Sie? Nein. Sie wird es nicht schaffen. Es tut mir leid, so sehr. Nein, du musst ihr helfen, sonst wird sie sterben. Nein, sie wird die Nacht nicht überstehen. Tut mir leid, es gibt keinen Platz. Kann sie dann wenigstens hier sterben? Mit etwas Würde. Schau doch, es gibt keinen Platz. Bitte, ich flehe dich an. Ich flehe dich an. Sie hat meine Schwester umgebracht. Du bist keine Ärztin. Du bist eine Mörderin. Eine Mörderin! Aus dem Weg! Oh, pardon. Mein Gott. Madame, kennen wir uns? Nein. Sind Sie sicher? Verzeihung. Ich glaube, ich habe ihn heute gesehen. Wen? Mengele. Dr. Mengele. Er sah anders aus.
Sein Akzent war französisch, aber das hat nichts zu bedeuten. Es könnte eine Tarnung sein. Würde er es wagen, nach New York zu kommen? Oh ja, wenn er wüsste, dass ich hier bin. Nein, Doktor, nein. Warum sollte er nur wegen Ihnen kommen? Weil ich es weiß. Ich weiß, was er getan hat. Ich habe die Experimente gesehen. Ich habe gesehen, was er diesen Frauen angetan hat. Kommen Sie. Es dauert nicht lang. Ich dachte nur, es würde Sie interessieren. Kommen Sie. Nein? Nun, in Ihrer Praxis, wie viele Zwillinge haben Sie da entbunden? Sie wissen es nicht, Sie müssen. Bitte sagen Sie es. Ich würde es gerne wissen. Ja, nun, ich würde sagen, zwei Paar Zwillinge. Aha, und hatten Sie jemals eine Mutter, die mehrfach Zwillinge zur Welt brachte? Nein, hatte ich nie. Ah, gut. Ich habe einen ganz besonderen Fall für Sie. Eine schwangere Frau aus dem Zigeunerlager ist heute angekommen. Nun, wir wissen, sie trägt Zwillinge aus, aber, und das macht sie wirklich besonders, sie hat bereits identische Zwillingssöhne, 12 Jahre alt, ja. Wundervolle Jungs, kräftig. Sie sollten mal sehen, wie sie mit mir Fußball spielen. Und sie klauen mir quasi die Schokolade aus den Taschen. Wirklich clevere Jungs. Sie sind mir so richtig ans Herz gewachsen. Also, eine Frau mit eineiigen Zwillingen kommt schwanger im Lager an mit weiteren Zwillingen. Beeindruckend, nicht wahr? Das Zigeunerlager hat uns viele faszinierende Exemplare geliefert. Wir müssen noch feststellen, ob die Zwillinge eineiig sind. Aber das werden wir bald erfahren, nachdem sie entbunden sind. So eine unglaubliche Möglichkeit. Wir sind in der Lage, die Zwillingsjungs und die Neugeborenen zu studieren. Wie faszinierend. Natürlich sollten wir die Mutter auch studieren. Sie ist diejenige, die uns die Schlüssel liefern könnte, um das magische Geheimnis der Empfängnis von Zwillingen zu lösen. Verzeihen Sie, aber es gibt keine Magie, Dr. Mengele. Es gibt kein Geheimnis zu lüften. Wir wissen ganz genau, wie Zwillinge entstehen. Ja. Und außerdem... Aber, Dr. Perl, stellen Sie sich vor, wenn wir es schaffen, die Eizellen einer Frau mit Zwillingen zu isolieren, könnte man dann den Vorgang bei anderen Frauen replizieren? Speziell bei arischen Frauen? Denken Sie an die Möglichkeiten, ja? Ja. Was für ein genialer Weg, die arische Rasse zu multiplizieren, ja? Natürlich müssen erst alle Verunreinigungen des arischen Blutes eliminiert werden, ja? Eine Frau von Welt, eine Frau mit ihren Qualifikationen, mit ihrer Ausbildung und ihrer Kultur, findet das doch sicher interessant, oder? Ja, sehr interessant. Wundervoll. Ich wusste doch gleich, dass wir mehr gemeinsam haben, als wir dachten. Obwohl wir Herren der Lage sind, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie uns helfen. Also werden Sie die Zwillinge für uns entbinden? Ja, natürlich. Voilà! Sieht sie nicht stark aus, ja? Ja. Als ich sie das erste Mal sah mit ihren Zwillingen, wusste ich, sie ist etwas ganz Besonderes. Zwei Paar Zwillinge, hm? Wir haben uns alle sehr gut um sie gekümmert, ja? Ja. Und Sie? Sie haben wirklich gute Arbeit geleistet. Es wird noch ein Kollege dazukommen, zur Beobachtung. Ich werde mich waschen. Nein, Sie nicht. Sie nicht, das ist nicht nötig. Fangen Sie an. Hallo. Was wird jetzt passieren? Wissen Sie das? Ja. Ich bin auch Gefangene. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine Babys auf die Welt zu bringen. In Ordnung? Also, auf was hoffst du? Jungs? Mädchen? Ich weiß nicht. Vielleicht ein Junge, ein Mädchen? Vielleicht. Du bist wunderschön. Wunderschön. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Oh Gott. Was habe ich getan? Gott, vergib mir!
getan. Aber Sie hatten keine Wahl, Dr. Pearl. Sie haben nie jemandem etwas getan. Sie haben nur geholfen. Ich habe es gesehen. Ich werde es Ihnen morgen nochmal sagen, Dr. Pearl. Oh, lieber Gott, vergib mir. Eigentlich gebe ich Ihnen eine Phenolinjektion direkt ins Herz. Das ist sauberer natürlich. Aber wenn Sie sich so wehren, wer macht sich da die Mühe? Dr. Pearl, bitte säubern Sie den Bauch. Der Sonderkommandant muss die Anweisungen zum Sezieren sehen können. Sezieren? Ja, ja, schnell bitte. Und schafft sie in den LKW sofort, ja? Zeit spielt hier eine Rolle. Und macht die Wände und die Decke sauber. Gott, was für eine Sauerei. Na komm, komm, komm. Ach, übrigens, Sie dürfen natürlich gerne zuschauen. Nein, nein, meine Patienten. Ich muss zu Ihnen zurück. Wie Sie wünschen. Oh mein Gott, rein und fromm werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Ja, rein und fromm werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. In alle Häuser, in die ich komme, werde ich zum Nutzen der Kranken hinein. Zum Nutzen der Kranken. Ja, frei von jedem bewussten Unrecht und jeder Übeltat. Ja. Wenn ich diesen Eid erfülle und nicht breche, so sei mir beschieden, in meinem Leben und in meiner Kunst voranzukommen, indem ich Ansehen bei allen Menschen für alle Zeit gewinne. Wenn ich ihn aber übertrete und breche, so geschehe mir das Gegenteil. So geschehe mir das Gegenteil. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Papa, Papa, vergib mir. Oh. Vergib mir, Papa. Es tut mir so leid. Oh, Papa, vergib mir. Papa, ich habe alles getan, was in meiner Macht lag. Papa, ich schwöre es. Ich schwöre, ich habe es versucht. Ich habe versucht zu glauben. Selbst in dieser Hölle habe ich so sehr versucht zu glauben. Geh bitte! Doktor! 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 Der Capo hat mir den Arm gebrochen und ich muss in 20 Minuten wieder bei der Arbeit sein. Du musst dich anstellen wie alle anderen. Diese Frauen warten schon den ganzen Tag. Doktor! Mach du weiter. Setz dich, streck den Arm aus. Nur weil ich nichts habe, muss meine Schwester sterben. Dr. Pearl, kannst du mich hören? Oder hat etwa das Brot, das du dir täglich nimmst, die Ohren verstopft? Bitte Gott. Oh Gott, vergib mir. Für so sehr. Oh Gott. Vergib mir, dass ich jemandem die Hilfe verweigert habe, weil er mir nichts geben konnte. Ich wollte nur überleben. Ist es denn so ein Verbrechen, einfach nur leben zu wollen? Du willst leben? Oh Gott. Du willst überleben, Giska? Hör mir zu. Hör zu. Als Ärztin bist du wundervoll, Giska. Einfach nur fantastisch. Ja, wir machen uns über dich lustig. Wir erzählen von deinem kleinen, feiernden Siget. Oder wie du ihm Gedichte vorliest und vorsingst, selbst wenn du ihn beim Sterben zusiehst. Alles, was ich für ihre Behandlung brauche, sind Worte. Keine Medizin. Hörst du? Einfach nur Worte. Ohne Medizin, Giska, werden alle nach und nach sterben. Und wir ganz genauso. Nein, 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 du verstehst das nicht. Der Moment, an dem du die Hoffnung aufgibst, ist der Moment, an dem du stirbst, meine Freundin. Wie?
Giska, wie sollen wir hoffen, wenn wir bereits alles aufgegeben haben? Ich habe gar nichts aufgegeben. Warum lebst du in dieser Märchenwelt? Was redest du da? Giska, schau, was aus dir geworden ist. Wie kannst du es wagen, mit dem Finger auf mich zu zeigen? Mal sehen, wie mutig du bist, wenn Mengele mit dem Finger auf dich zeigt. Ich beschuldige dich nicht, Giska. Doch, das tust du sehr wohl. Hör mir zu. Hör zu, oder wir werden alle noch in der Gaskammer landen. Ich verweigere das Gas. Hör auf. Ich werde nicht hier sterben. Hörst du mich? Ich verweigere mich. Ich verweigere das Gas. Ich verweigere das Gas! Ich verweigere mich! Ich will einfach nur sterben, Papa! Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich unbedingt Ärztin werden wollte, als ich noch ein kleines Mädchen war. Und dann wurde ich Ärztin. Eine ziemlich gute Ärztin, wenn ich das sagen darf. Ich wusste, dass jedes Kind, dem ich half, auf die Welt zu kommen, ein Geschenk war. Nicht von mir, aber von Gott. Aber alles änderte sich, als ich nach Auschwitz deportiert wurde und dort anfing, als Ärztin zu arbeiten. Sie wissen von einigen Dingen, die ich getan habe für die schwangeren Frauen. Aber ja, ich habe auch, ohne es zu wissen, viele Frauen in den Tod geschickt, am Tag meiner Ankunft. Und ja, einige Dinge, die ich dort getan habe, einige Vorgänge, zu denen ich dort gezwungen wurde, waren nicht gerade ehrenhaft. Also ja, Sie haben recht. Ich habe Blut an meinen Händen. Und glauben Sie mir, ich kann es so deutlich sehen, wie Sie diese Tätowierung auf meinem Arm. Und beides wird für immer daran erinnern, dass ich eine Ärztin in Auschwitz war. Nicht nur die ganze Welt, sondern vor allem mich. Und ich weiß, das ist schwer zu verstehen, wenn man nicht dort war, meine Herren, aber es ist die Wahrheit. Ich habe nur das getan, was ich tun musste, um zu überleben. Und diejenigen, die nicht überlebt haben, sind vielleicht eines Tages die Besten von uns. Bei der Familie. Frederik, mein Ehemann, meine Mutter und mein Vater. David, alle meine Brüder. Imre, mein Sohn. Sie werden nicht mehr zurückkehren. Sie werden nicht mehr nach Hause kommen. Also, warum hat Gott mir erlaubt zu überleben? Warum gerade ich? Nun, ich muss daran glauben, dass es deshalb war, damit ich noch mehr Kinder auf die Welt bringe. Freie Kinder. Kinder mit einer Chance zu leben. Verstehen Sie, wenn ich es schaffe, zu helfen, ein jüdisches Kind auf die Welt zu bringen, dann wächst es auf und bekommt Kinder und die bekommen Kinder, dann haben die Nazis nicht gewonnen, verstehen Sie? Ja, 1 Million unschuldiger Kinder wurden von ihnen zerstört und so werde ich 1 Million Kinder auf diese Welt bringen. Bis zu dem Tag, an dem ich sterbe, muss ich dabei helfen, das aufzubauen, was die Nazis so sehr zerstören wollten. Bitte, meine Herren, erlauben Sie mir das hier zu tun, in Amerika, denn wenn ich es nicht kann... Glauben Sie mir, dann hätte Gott nicht erlauben dürfen, dass ich überlebe. Bitte. Ja, ja. Oh, da ist es. Die Russen sind hier. Die Russen sind hier. Simon. Simon. Dein Baby ist frei. Dein Baby.
Ein Baby. Ein Auschwitz. Ja. Dr. Pearl, obwohl einige ihrer Taten in Gefangenschaft fragwürdig waren, waren es ihre Absichten nicht. Sie taten nur, was nötig war, um ihr Überleben und das der Frauen in ihrer Obhut zu sichern. Deshalb stimmen wir Ihrem Antrag auf Staatsbürgerschaft zu. Dr. Pearl, Ihre Sekretärin hat angerufen. Sie sagte, sagen Sie, Olga, ich komme später. Ich bin erst in einer halben Stunde dort. Sie sagte, es wäre ein Notfall. Eine Frau hat die Wehen bekommen. Ich habe ihre Sachen hier. Sie können sofort sagen Sie, Olga, sie soll die Frau herschicken. Olga meinte, sie geht in keine Krankenhäuser. Sie hat Angst vor Krankenhäusern. Sie wohnt in der Lower East Side. Anscheinend kennen Sie diese Frau aus Ziegert? Oh mein Gott. Dr. Pearl! Ja! Hier oben! Hier oben! Ja! Oh mein Gott! Schnell! Meine Frau! Bitte! Ja. Hier oben! Ja. Wo ist sie? Sie ist hier drin! Danke, Dr. Pearl, sie schreit schon den ganzen Tag nach ja, Ihnen! Ja, ich brauche eine Schürze! Ah, ja! Ja. Hier! Ja! Hier. Danke! Ah, okay, sie ist hier drin! Ah, koch etwas Wasser und hol saubere Handtücher und wärm sie für mich auf! Ja, schnell! Wasser! Wasser, okay. Ja. Oh. Ja. Hier ist deine Dr. Pearl. Hier ist sie. Laiko. Oh, Laiko. Wir haben später noch genug Zeit zum Weinen. Wir haben jetzt Arbeit vor uns. In Ordnung. Atme ganz tief. Atme ganz tief für mich. Genauso. Atme. Gott, hilf mir. Möge ich heute wieder Leben schenken können. Ein Geschenk, Laiko. Ein Geschenk von Gott. Endlich. Dr. Gisela Pearl eröffnete eine florierende Privatpraxis in New York City, wo sie half, über 2000 Babys auf die Welt zu bringen, bevor sie 1981 nach Israel auswanderte. In Israel widmete sie ihre Zeit dem Shaareh Zedek Hospital in Jerusalem. Sie starb 1988.